Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen. Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet werden. Es sollten Vorräte im Empfangsbereich beim Eingang sein. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Vault-Bewohner. Manche Leute beschweren sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Vault-Bewohner. Ich freue mich so hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Entschuldigung? Unsere ersten Vault-Bewohner. Was für ein Moment. Aber gut, zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Vault-Tec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Aber ist ein gesunder Bürger nicht gut für die Gesellschaft? Insgesamt zeigt unsere Forschung etwas anderes, auch wenn kurzfristig einige medizinische Kosten abgemildert werden. Aber Training erhöht die Lebenserwartung. Und das bedeutet, dass die Alten länger die Ressourcen des Vaults in Anspruch nehmen. Nein, Training ist letztlich eine Fehlentwicklung, die wir beenden sollten und können. Siedlungen können immer Strom gebrauchen. Exakt. Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Aufseher? Ach, Clem, mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich zumindest. Ich lade dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche Energie.
jemand Hilfe? Bei irgendwas? Ich will nur ein bisschen handeln. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das ist alles? Also, dann will ich einfach weiter. Das macht irgendwie Spaß. Das war... Wow. Oh Mann. Oh Mann. Tut mir leid. Ich hab deinen Vault kaputt gemacht. Ich war so aufgeregt und wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Vault... Hinüber! Bitte! Schmeiß mich nicht raus! Das Powerrad hat offenbar einen EMP erzeugt. Faszinierend. Manche Leute beschweren sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Die Energieerzeugung dieser Einheit war, nun, akzeptabel. Ist der Test schon vorbei? Ich will weitermachen! Ach, so enthusiastisch? Vielleicht habe ich die Vorteile der Anwendung von Betäubungsmitteln unterschätzt. Wenn ich das erledigt habe, kann ich dann wieder aufs Rad? Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Vault-Tec hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelagert. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Die Welt, wie wir sie kannten, ist verschwunden. Kümmert dich das nicht? Doch, sehr. Deshalb müssen diese Experimente auch erfolgreich sein. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die diese Welt erben, einen guten Start haben. Ich bin gleich wieder da. Ausgezeichnet. Hol einfach das Paket für Aufseherin Barstow. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen.